Wir wollen heute auf eine Person aus der Bibel schauen, die wirklich auch ziemlich in der Dunkelheit gelebt hat, lange Zeit. Aber das Licht Jesu Christi hat auch diese Person erreicht. Und ich glaube, das kann uns auch helfen, den Blick auf diese Person einfach auch bei uns persönlich, vielleicht sogar auch für unser Land zu schauen, wie Jesus auch da Licht reinbringen kann. Die Person, von der ich spreche, ist der Apostel und Evangelist Matthäus, auf dessen Berufung ich heute mit euch ein bisschen schauen möchte. Diese Berufungsgeschichte, die wird bei allen drei Synoptikern, also bei Matthäus, Markus und Lukas erzählt, ist ziemlich ähnlich jeweils. Es ist insofern durchaus interessant, als dass die alle drei zuerst diese Berufung am See haben von Petrus, Johannes, Andreas, Jakobus, die dann alles liegen lassen und Jesus nachfolgen. Und dann kommt die Berufung von Matthäus. Also das ist quasi die zweite Berufungsgeschichte von so einer Einzelperson, die wir bei den Synoptikern finden können. Und sie alle drei verbinden diese Berufung von dem Matthäus mit einem Mahl mit den Sündern. Also an diese Berufung knüpft sich ein Mahl an, das Jesus hält, wo natürlich der Matthäus Levi dabei ist, aber auch ganz, ganz viele von seinen Freunden. Und bei allen gipfelt es auch in diesem Ausspruch Jesu zu diesem Thema, nämlich nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und wo er auch nochmal sagt, also wo Jesus nochmal sagt, wozu er eigentlich gekommen ist, nämlich er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich glaube, es tut uns gut, ein bisschen da reinzuschauen, auch wenn das ziemlich knapp ist, wie die Evangelisten das schildern, steckt doch einiges drin. Also wie beruft Jesus den Matthäus? Jesus kommt gerade von, beim Matthäusevangelium zum Beispiel, gerade von der Bergpredigt. Und da heißt es dann, Jesus geht weiter, nachdem er viele Menschen gelehrt hat und sieht dann den Levi Matthäus am Zoll sitzen. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen zu schwach eigentlich, unsere deutsche Übersetzung. Der sitzt am Zoll, da denken wir so wie, ja, da sitzt man halt im Biergarten oder so, gell? Das heißt nicht, dass der da einfach nur sitzt, sondern das heißt, der ist gerade dabei, seinen Beruf auszuüben. Also der ist gerade dabei, Zölle einzutreiben. Wir könnten auch sagen, der Levi Matthäus ist gerade mitten im Sündigen, als Jesus vorbeikommt und ihn sieht. Also er ist gerade mitten in dem drin, wofür er so verachtet ist, wofür er ausgestoßen ist, mitten in dem drin, was ihn durchaus von seinem Volk und auch von Gott trennt. Und genau da hinein kommt jetzt Jesus. Also Jesus greift genau da ein. Jesus sieht ihn. Jesus kennt ihn beim Namen. Aber Jesus sieht nicht nur einen Sünder, den man verurteilen muss und von dem man sich fernhalten muss, so wie die Pharisäer das in Matthäus gesehen haben, sondern Jesus sieht Matthäus an mit dem erbarmenden Blick der Liebe Gottes. Es ist ein ganz realistischer Blick. Jesus verdrängt die Sünde nicht, er beschönigt sie auch nicht, er sieht diese ganze sündige Situation. Er sieht ihn realistisch an, aber voll Erbarmen. Dieser erbarmende Blick Jesu, der sieht mehr als die Zollstation und den Zöllner. Dieser Blick sieht den Menschen, den Matthäus, den Levi, diesen Menschen, der einen Namen hat, der den Namen nennt und kennt. Dieser Blick sieht diesen Menschen und seine ganze Liebesbedürftigkeit, seine tiefste innere Sehnsucht. Und dieser erbarmende Blick Jesu, der ist paradoxerweise gerade angezogen vom Elend dieses armen, ausgegrenzten, leidenden, sündigen, von Gott getrennten Menschen. Es ist dieser erbarmende Blick der Liebe Gottes, der in dem Matthäus mehr sieht, der schon sieht, was in ihm drinsteckt, der in dem Matthäus nicht nur den Zöllner sieht, sondern schon den Jünger, den Apostel, ja, den Evangelisten. Es ist der erbarmende Blick der Liebe Gottes, der sieht, was aus diesem armseligen Zöllner werden kann durch das Wirken Gottes. Dieser Blick ist das Einzige, was uns einen Hinweis darauf gibt,
weshalb eigentlich der Matthäus so reagiert, wie er reagiert hat. Die Berufung selbst, die wird nämlich dann ganz knapp geschildert. Da heißt es einfach nur, Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Dieser erbarmende Blick der Liebe Gottes, dieses auswählende Erbarmen, das verändert Matthäus komplett. Das bewegt den Matthäus so, dass er sein ganzes Leben ändern kann. Wenn wir das bedenken, es ist ja eigentlich menschlich völlig irrational, auf so ein Wort hin alles zurückzulassen. Wenn wir das bedenken, merken wir, dass da wirklich Gott am Werk ist in Jesus. Das ist nicht einfach nur irgendein dahergelaufener Mensch, der etwas zu diesem Zöllner sagt, sondern da ist eine Macht, eine Vollmacht, eine Liebe, die wirklich verändert. Und von dieser erbarmenden Liebe Gottes berührt und verwandelt, verlässt Matthäus sofort sein ganzes bisheriges Leben. Er tritt sogleich aus dem sicheren, aber sündhaften Raum der Zollstation hinaus in die Ungewissheit der Nachfolge eines Wanderpredigers. Matthäus steht auf und folgt Jesus nach, ganz klar und entschieden. Das ist wunderbar. Diese Entschiedenheit, die brauchen wir, glaube ich, auch immer wieder. Darum ist es so wichtig, dass wir uns von diesem erbarmenden Blick Gottes treffen lassen, gerade da, wo wir sündigen. Gerade da, wo wir uns in unser sicheres Häuschen zurückziehen, in dem nur noch wir selbst Platz haben, so dass wir da wieder rauskommen können. Und dann ist es tatsächlich ganz spannend. Was macht Jesus dann nämlich? Matthäus verlässt alles, um Jesus nachzufolgen. Er will nur noch dahin gehen, wo Jesus hingeht. Und wohin geht Jesus als erstes? In das Haus von Matthäus, um dort ein Gastmahl zu halten. Das war wahrscheinlich so gar nicht das, was Matthäus gedacht hat, was man so denkt, wenn man hochherzig alles hinter sich lässt, um seiner Berufung zu folgen. Dann wird man auswandern in die Antarktis, um die Pinguine zu bekehren oder sowas. Aber dass man vielleicht dazu berufen ist, auch da, wo man eigentlich zu Hause ist, Jesus zu bezeugen. Dass Jesus gerade dahin kommen möchte. In meine Lebensgeschichte, in mein Haus, in diesen Teil meines Lebens ohne Jesus, den es bisher gab. Das ist etwas eigentlich Revolutionäres. Und genau das macht Jesus hier. Er geht mit Matthäus, mit den Jüngern, in das Haus des Matthäus, um dort ein Gastmahl zu halten. Und in der Bibel heißt es, da kamen ganz viele Zöllner und Sünder zusammen. So viele, dass sich die Pharisäer sogar darüber aufregen und sich da bei den Jüngern beschweren, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern ist. Für Jesus ist es aber etwas, was er wirklich möchte. Das ist nicht aus Versehen oder weil er dem Matthäus noch irgendwie einen Gefallen tun will oder so. Nein, Jesus möchte mit diesen Zöllnern und Sündern essen, damit auch sie die erbarmende Liebe Gottes erfahren und umkehren können. Tatsächlich ist es so, dass gerade dadurch, dass Jesus Matthäus beruft, in gewisser Weise er auch einen neuen Zugang zu den Zöllnern und Sündern hat. Diese so ausgestoßenen Menschen, die in einer gewissen eigenen Clique unterwegs waren, weil sie sonst niemand haben wollte, die haben jetzt durch den Matthäus einen Zugang zu Jesus. Und genau das möchte Jesus. Er ist nicht nur gekommen, um Matthäus zu berufen, damit der gerettet wird, sondern auch um durch Matthäus viele andere Menschen zu retten. Jesus sagt das ganz klar, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder. Das ist tatsächlich etwas, was bei jeder Berufung immer wieder gilt. Wir sind nicht für uns selbst berufen in erster Linie. Natürlich möchte Gott auch uns retten, aber das ist nicht das Einzige, sondern wir sind immer auch berufen für andere Menschen. Jesus möchte durch uns Heilsgeschichte wirken in dieser Welt. Das sehen wir hier ganz deutlich. Und vielleicht ist Ihnen auch schon eingefallen, die eine oder andere Stelle bei Ihnen, wo Sie merken, da wäre eigentlich Heilsgeschichte nötig und ich will zwar eigentlich gar nicht da sein, aber Gott stellt mich dahin. Vielleicht ist das auch ein Punkt, wo Jesus durch uns Heilsgeschichte wirken möchte, sei es in unserem Umfeld, sei es zu neuen Aufgaben, zu denen er uns ruft. Entscheidend dabei ist, Jesus beruft den Matthäus nicht nur trotz, sondern geradezu wegen seiner Sünde. Dieses sündhafte Leben des Matthäus, das schreckt Jesus nicht ab.
Wir denken ja oft, oh, ich habe da so viel Mist gebaut, oder das war so schlimm, was ich gemacht habe. Jetzt kann Gott mich gar nicht mehr lieben oder jetzt kann Gott nichts mehr mit mir anfangen. Vielleicht erbarmt er sich so gerade eben noch über mich, aber dass er noch irgendwas mit mir anfangen kann, das ist ganz ausgeschlossen. Das ist nicht so. Gerade dieser sündhafte Matthäus ist es, der das Erbarmen Jesu an sich zieht. Gerade das Nicht-Perfekte, das Elende, ja sogar das Böse, das Sündige im Matthäus zieht diese erbarmende Liebe Gottes an, die ihn aus Erbarmen auswählt. Und gerade das Bewusstsein auch unserer Unzulänglichkeit, unserer Schuld und unserer Unwürdigkeit kann uns öffnen, wirklich umzukehren und uns bereit zu machen, uns ganz auf Jesus einzulassen, unser ganzes Leben zu ändern. Alles hinter uns zu lassen und ganz ihm zu folgen. Nachdem Jesus im Haus des Matthäus war, ging er schon weiter. Er ist nicht auf ewig dort geblieben in dem schönen Luxus. Es war ein wichtiger Punkt, ein erster Punkt, aber dann ist auch Matthäus in der Nachfolge Jesu durch ganz Galiläa und Judäa, in der Wüste, auf den Bergen, in den Höhlen und in den Häusern, in den Palästen, obdachlos unter Sternenhimmel. Je nachdem. Also, es geht weiter. Die Grundlage aber, dass Matthäus wirklich so Jesus folgen konnte und zum Apostel, ja zum Evangelisten wurde, dass wir heute noch durch ihn Jesus erkennen können, durch das, was er geschrieben hat. Die Grundlage dafür ist, dass er sich in seinem Elend angeschaut gewusst hat von Jesus und gemerkt hat, gerade in diesem Elend ruft er mich. Denn wenn wir nicht meinen selbst groß und gut zu sein, dann können wir Gott groß und gut sein lassen. Genau das hat Matthäus gemacht. Genau das wollen und dürfen auch wir machen, indem wir uns jetzt ganz bewusst im Gebet an Gott wenden, ihn bitten, groß und gut zu wirken in dieser Welt, gerade und ganz besonders auch in unserem Land und für den Frieden auf der ganzen Welt. Und vielleicht beten wir auch besonders für die Menschen, die merken, wie Jesus sie anschaut und sie ruft und die sich schwer tun, darauf so zu antworten wie der Matthäus. Also alles hinter sich zu lassen und ihm zu folgen.